Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Might and Magic Teil 8 begrüßen zu dürfen. Ich bin jetzt in Rabenbucht angelangt. Ich habe im Alva noch geschaut, ob er so einen Trank herbekommen, so ein Dings. Hat aber nicht geklappt. Dann bin ich nach Rabenbucht gegangen und habe da auch versucht, noch so Tränke zu bekommen. Also diese Feuerresistenztränke, aber genau wie in Alva eigentlich keine Chance. Das ist so selten, dass man da was kriegt. Nee, also... Entweder es gibt noch einen speziellen Laden, wo so weiße Tränke verkauft, wo ich noch nicht gefunden habe oder wo ich mittlerweile vergessen habe. Aber aus Apotheke oder so Magieladen oder so, das wäre so selten, dass ich da wirklich Stunden verbringen könnte mit Laden speichern, in der Hoffnung, dass er mal einen einzigen Trank bringen würde. Das heißt, das bringt definitiv nichts. Aber ich habe 3 weitere Dinger gekauft hier. Und zwar geteiltes Leben. Diesen Zauber kann ich nicht lernen. Geteiltes Leben. Sind wir da noch nicht so weit? Geteiltes Leben war doch. Seele. Ach so, Seele hatten wir noch nicht, gell? Seele sind wir noch auf, ja, Seele kommt. Ach, genau. So war das. Seele können wir in der Karottenschlucht, so war es, Meister werden. Ich war nicht sicher, ob ich Geist gesagt habe. Geist? Wissen wir noch nicht, wo das ist. Aber Seele. Von daher, Jessinhallen, geht das dann schon? Das ist ja auch Meister. Diesen Zauber kann ich nicht lernen. Ja, okay, ich habe zu früh gekauft gehabt. Aber Fluch entfernen habe ich. Davon brauchen wir mehr. Jetzt können wir wenigstens Flüche entfernen. So. Außerdem habe ich noch was gesehen, als ich hier war. Und zwar, hier können wir Nagerhäute verkaufen. Und wir haben doch 2 Nagerhäute. Das ist die Taverne. Das müsste dann hier sein, richtig? Nein, hier ist es nicht. Wo war denn das dann? Hä? Ach, da war das. In dem Haus. In dem hier. So. Das war schon mal wieder 1000 Gold. Man sieht auch, das Gold ist ganz schön runtergegangen. Ja, gut. Aber das war auch klar. Bei so viel Zeug, wie wir da haben. So. Mit den ganzen Zauberbüchern. Ich habe mal geschaut gehabt. Sonntags fährt Dings los. Das heißt, es bringt eigentlich nichts. Es bringt nichts mit. Ups. Entschuldigung. Es bringt nichts per Dings zu fahren. Und ich würde ja gerne noch Seele Meister werden und Waffenmeister Experte. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall in die Karottenschlucht gehen. Und nicht nach Dings. Ich glaube, ein Schiff würde auch in das Minotaurengebiet fahren, das ich schon wieder vergessen habe, wie es heißt. Ja, aber wie gesagt, Karottenschlucht, da können wir uns erstmal ein bisschen noch weiter verbessern. Von daher gehen wir erst einmal dahin. Und dann können wir... So, jetzt muss ich nochmal schauen, wo wir genau hin müssen. Meistergegenstände reparieren, Meisterseelenmagie. Also direkt voraus. Das müsste dann das Haus sein. Kann das sein? Ja, genau. So, Seelenmagie haben wir jetzt auch. Das heißt, du darfst... Oh, was war denn das? Seelenmagie? War Irrsinn? Diesen Zauber kann ich nicht lernen. Davon brauchen wir mehr. Dann war das geteiltes Leben. Es ist ja eigentlich auch kein so schlechter Zauber. Geteiltes Leben. Dieser Zauber vereinigt die Lebenskraft aller Charaktere und verteilt sie dann möglichst gleichmäßig auf alle Charaktere. Alle aktuellen Trefferpunkte werden zusammengezählt und 3 Punkte pro Fähigkeitsstufe in Geistesmagie werden dazu addiert. Ja, das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So. Kann ich mal abhaken? Das war Seele. Genau. Erledigt.
Dann müsste aber noch der Waffenmeister, nee, nicht Waffen, doch Waffenmeister hier irgendwo zu finden sein. Waffenmeister ist direkt da drüben. Weil das kann unsere gute Fada jetzt ja auch lernen. So, dann ist sie nämlich jetzt auch Waffenmeister-Experte. Da müssen wir jetzt auch keine Punkte mehr reinmachen. Das heißt, wird zum Angriffsbonus aller Nahkampfwaffen hinzugefügt. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. So, dann sind wir damit auch fertig. Waffenmeister Meister ist in der Dolchwundinsel. Das wäre, glaube ich, für dich. Ah ne, da sind wir auch erst bei 4. Warum habe ich mir das aufgeschrieben? Warst du das? Ja, Waffenmeister. Oh. Dann solltest du auch noch Experte werden. Gut, dass ich das gerade gesehen habe. Das haben wir aber auch noch nicht gehabt. So, dann kannst du auf jeden Fall jetzt Meister werden. Und das ist in der Dolchwundeninsel. Und du... Keine Ahnung, warum ich mir da das nicht auf... Warum ich mir schon Waffenmeister Meister aufgeschrieben habe. Ja, wahrscheinlich, weil, ja, weil wir da schon 8 sind, weil wir das schon könnten. Das heißt, wenn wir wieder dahin gehen, solltest du vielleicht als nächstes das Ding auch auf Meister bringen, damit wir nicht wieder zig hin und her rennen müssen, wenn wir dahin kommen. Ja, ich glaube, so ist es auf jeden Fall ganz gut. Okay. Ja. Dann sind wir hier erstmal fertig. Aber wir haben... Dachte, ist noch die Drachenhöhle. Der Obelisk, haben wir den noch nicht angeschaut gehabt? Oder warum habe ich mir den notiert gehabt? Guck mal, da haben... Ach, genau. Da waren ja auch diese Dings noch drin. Da ist noch der Drachenjäger. Die Nagas. Sollen wir mal zum Tempel von Epp gehen? Wenn wir schon hier sind. Lasst uns zum Tempel von Epp gehen. Müssen wir da eigentlich darüber? Ja, wir müssen nochmal hier rüber gehen. So, dann können wir wenigstens den Tempel vom App vielleicht, wie soll ich sagen, abhaken. So, hattest du nicht auch noch irgendetwas Schutz vor Magie? Oder war das auch... Oh, war das auch Dings? Klerikerfähigkeit? Ach, das war, glaube ich, auch Lichtmagie, oder? Magie vertreiben? Nee. Schutz vor Magie. So. Gut. Dann lasst uns doch jetzt mal hier reingehen. Der große Tempel des App. So wie alle Orte, die den Anhängern von App heilig sind, riecht dieser Tempel nach feuchtem Fell und Käse. Aus dem Tempel ertönt ein Quieken, das fast wie ein Chor klingt. Dem Unbekannten sollte man mit Vorsicht begegnen. Wow. Okay. Nicht ganz so schlimm, wie ich es gerade erwartet habe. Ach, genau, Licht sollte man doch vielleicht noch machen. So, jetzt geht's hierher und dahin und dahin. Gehen wir mal ganz kurz. Ein echter Gegner für uns. Was? Ein echter oder kein echter? So, und da geht's mal wieder runter. Aber ich will erstmal die Gegner hier noch erledigen. Gut. Das heißt, wir haben jetzt halt ziemlich viele. Wir sollten gehen. Ach, halt mal, da geht's wieder raus. Dann schauen wir erstmal. Nee, wir schauen jetzt nach oben. Oder bleiben wir doch. Ah, ich weiß es noch nicht. Wo geht's hierher?
Es ist nichtig. Angriff plus 10. Ich glaube, da haben wir schon was Besseres. Können wir alles verkaufen? Alles uninteressant. So. Sonst ist hier jedenfalls nichts. Gut, dass wir da oben waren gewesen sind. Weil hier scheint es nicht so sonderlich viel zu geben. Oh. Jetzt gleich zwei Dinger hier. Okay. Was haben wir denn da? Ein Edelstein. Das hat wenig Nutzen. 15 auf Glück und Regeneration der Zauberpunkte mit der Zeit. Das schauen wir gleich mal an, wer das kriegt. Das muss noch identifiziert werden. Es ist nichtig. Geteiltes Leben, Wiederbeleben, Wasser atmen. Das hat wenig Nutzen. Ja, kommt auch weg. Ich bin mir nicht sicher. Der muss noch identifiziert werden, kann verkauft werden. Mein Rucksack ist zu klein. Es ist nichtig. Ja. Das hat wenig Nutzen. Auch uninteressant. Und hier, was haben wir denn hier alles? Das sieht doch interessant aus. Es ist nichtig. Das ist auf jeden Fall schon mal wirklich nichtig. Hammer. Es passt nicht. Ist auch. Ist mir unbekannt. Muss noch identifiziert werden. Es ist nichtig. Ein Untotenband-Schlangenstab. Ein Stab, doppelter Schaden gegen Untote, aber nur ein Angriff plus 6. Nicht genug Platz. Wobei, das müssten wir mal schauen. Was hast du denn da? Angriff 4. Nicht genug Platz. Oh Mann. Dann mach das halt mal so hin. Ja, doch. Passt nicht mehr rein. Das ist ordentlich. Ein schöner neuer Stab. Sehr schön. Okay, das gefällt mir. So, da geht's runter. Hier können wir noch wohin. Okay, auch die hier sind, ja, wie soll ich sagen? Uninteressant. Jetzt geht's noch hier weiter. Okay. Okay, da kommen gleich schon mal ein paar. Ja, ganz viele. Zu einfach. Besiegt. Boah, die fallen echt wie die Fliegen gerade. Okay, das sieht doch interessant aus. Können wir da irgendwas machen? Nein, hier wahrscheinlich auch nicht. Was ist mit dem hier? Steckt da was raus? Nee, da steht nichts raus. Oh, aber eine Truhe. Ich bin mir nicht sicher. Okay, der müsste nochmal genauer angeschaut werden. Nutzen. Der kann verkauft werden. Nutzen. Rüstung 8, dann schauen wir uns gleich noch das an. Das hat wenig Nutzen. Ist mir unbekannt. Müsste auch noch identifiziert werden. Nutzen. Uninteressant. Ist mir unbekannt. Es ist nichtig. Yep. Ein Topaz und ich bin mir nicht sicher. Ein Zauberstab. Okay. Aber das da findet ihr nicht auch? Das sieht irgendwie seltsam aus. Ah. Aber ich kann nichts anklicken. Ah. Na gut. Dann vorausgesetzt, hier ist nichts mehr, dann sind wir erstmal fertig von hier. Dann können wir noch die anderen Sachen anschauen. Okay, dazu müssen wir wieder runtergehen. Und zwar hierher. Boah, fallen die. Das ist echt wieder ein Dungeon, der extrem
der extrem einfach ist. Ah ja, und da geht's auf jeden Fall auch noch weiter. Okay, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann schauen wir noch an, was gibt es denn hier Feines? Es gibt haufenweise Gold. Das hat wenig Nutzen. Das ist gut. Das hat wenig Nutzen. Vielleicht Kunst. Aber ich glaube, Gürtel haben ja doch relativ wenig, glaube ich. Das kann ich nicht tragen. Okay, Moment mal. Wer trägt noch gar kein... Also Fechtkampf, das ist ja, glaube ich, Waffenmeister, richtig? Das heißt... Ja, genau, Fechtkampf. Dann könntest du das vielleicht tragen. Dann würde das vielleicht für dich hier ganz gut sein. Ja, das finde ich gut. Was hatten wir noch? Wir hatten noch den Helm plus 8. Der ist plus 8. Plus 10. Du darfst keinen. Plus 8. Plus 6. Ja, okay. Es passt nicht. Sieht zwar scheiße aus, aber ich meine, was will man machen? Und das hier wollte ich noch machen. 15 auf Glück und Regeneration der Zauberpunkte. Halt mal, dann solltest du den vielleicht ansehen. Wegen Regeneration von Zauberpunkten. Und Glück ist auch nicht so verkehrt. Okay. Wir können etwas Besseres finden. Alles klar. Dann sind wir hier soweit fertig. Dann noch kurz hier reinschauen. Das hat wenig Nutzen. Mein Rucksack ist zu klein. Das hat wenig Nutzen. Den da müsste man noch anschauen. Halt. Es ist nichtig. So. Mein Rucksack ist zu klein. So. Ja, da können wir schon einige Sachen jetzt verkaufen. Ein paar müssen wir noch identifizieren. Aber die meisten Sachen können wir jetzt einfach so verkaufen. Die bringen nämlich nichts. Bis auf ein, zwei Rucksäcke, vielleicht in einen Umhang. So, dann lasst uns vielleicht noch kurz hier reingehen. Das war demütig. Dankeschön. Leute, ich will euren Käse haben. Aber auch hier ist kein Käse drin anscheinend. Ha. Es ist nichtig. Passt nicht mehr rein. Bah, ist mir unbekannt. Es ist nichtig. Oh. Es ist nichtig. Kann auch weg. Das kann ich nicht tragen. Nein, ich weiß es nicht. Das hat wenig Nutzen. Nicht genug Platz. Oh, langsam jetzt voll. Langsam jetzt voll. Es passt nicht. Es ist nichtig. Mhm. Okay. Gut. Ja. Aber es ist der Tempel von App. Guck mal, da geht's doch auch noch weiter. Da sehe ich doch gerade. Weil wir haben den Tempel, aber wir haben ja noch nicht Dings gefunden. Den Käse. Ja, hier muss es noch weitergehen. Gibt es da irgendwo einen Schalter? Also hier muss es auf jeden Fall noch weitergehen. Das sieht man, da haben wir nämlich noch eine große, große Höhle. Da sieht es auch aus, als ob es weitergeht, aber das war doch der Ausgang. Vielleicht die Fackel? Ah. Wo kommen wir hier weiter? Hier oben irgendwo ein versteckter Knopf? Nee. Vielleicht hier hinten war auch kein Knopf, richtig? F-
Vielleicht doch oben? Das sah ja auch so aus, als ob das noch relativ wichtig wäre. An den kann man auch nichts machen. Das sieht auch irgendwie... Ah! Da leuchtet's auch. Und es geht auf. Sehr schön. Es war demütig. So. Ja, wenn du das sagst. Ich finde es manchmal ganz erfrischend, wenn man einfach so durch sich durchmetzelt und sich wirklich stark vorkommt. Naja, wie auch immer. da ist tatsächlich noch ein Gegner. Wo kam der her? Haben wir den übersehen? Der muss sich da hinten irgendwie versteckt haben. So, du. Eieieiei. Aber so ein Dungeon und das im Drangebiet, wo doch so heftig eigentlich ist. Guck mal. Es ist nichtig. Erst einmal das weg, das da kommt irgendwie weg. Ich weiß es nicht. Das hat wenig Nutzen. Die können auch verkauft werden. Das hat wenig Nutzen. Können auch verkauft werden. Nichtig. Rüstung ist auch das nicht mehr so toll. Nicht genug Platz. Und wir kriegen den Radvrelandau. Sehr schön. Wir haben den zweiten Käse gefunden. Fehlt nur noch einer. Dann könnten wir die Quest abgeben. Ich glaube, dann sind wir hier fertig. Können wir hier wieder verschwinden. Ja. Wo ging es denn raus hier? Ach, da ging es raus. So, dann können wir wieder verschwinden. Ah, jetzt habe ich schon Angst gekriegt, weil ich die Drachen da gesehen habe. Aber das sind ja befreundete Drachen. Gut. Dann würde ich Folgendes vorschlagen. In der Pause gehe ich Zeug verkaufen. Und zwar das, was wir schon identifiziert haben. Was wir schon wissen, was wir loswerden können. Irgendwo müsste doch auch hier... die Quest haben wir doch schon erledigt mit der Drachenblume. Komisch. Ah ja. Ich glaube, genau, die haben wir da hinten drin. Alles klar. Dann können wir... Dann werde ich, wie gesagt, das Zeug verkaufen, was wir verkaufen können. Das andere Zeug, was wir noch haben, das werden wir dann... Was wir identifizieren müssen, das werden wir zusammen identifizieren und uns anschauen, ob wir das irgendwie benutzen können. Ja, und dann denke ich mal erstmal so weit, dass wir ins nächste Gebiet gehen können. Das müsste dann auch das vorletzte Gebiet sein. Glaube ich zumindest. Wenn man die Ebenen von diesen Elementen natürlich noch wegnimmt. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.